Leute und moin zu Watten Barbecue. Tja, die Sonne knallt hier rein, vielleicht bin ich etwas überlichtet, aber alles egal, macht nichts. Dieses Video, nein, wie fange ich eigentlich an? Schöne Ostertage für euch und für eure Familien. Ich hoffe, ihr genießt die freie Zeit und ich möchte mich natürlich bedanken, dass ihr mich so toll unterstützt oder uns hier in unserer Familie bei Watten Barbecue so klasse unterstützt und ich immer viel zu lesen und zu schreiben habe hier am Kanal per E-Mail, per Kommentare. Hervorragend. Genauso muss das laufen. Erstmal einen ganz, ganz schönen Dank dafür. Zusätzlich möchte ich euch in diesem Video einfach mal auf eine neue Playlist hinweisen. Und diese Playlist, die werde ich euch hier oben für euch rechts, bei mir links, einfach mal einblenden. Und das ist die Playlist der Märklinger. Ja, der Märklinger. Woodfired Grill. Ein tolles Teil, wie ich finde. Allerdings auch, ja, ein fettes Teil. Und da hat mich Lars Hassler, a.k.a. De Leckerbeck aus Timmel, einfach mal gefragt, ob ich da nicht Lust hätte, den mal so ein bisschen in Bild und Ton zu rücken. Der ist nämlich Markenbotschafter von der Märklinger und das lässt man sich, wenn man so ein bisschen grillgeil ist, ja nicht zweimal sagen. Denn so oft hat man so eine Chance nicht, da mitwirken zu können. Und da ist man natürlich gerne bereit und natürlich auch gerne dabei. Wir haben da schon das eine oder andere gemacht. Was, möchte ich euch nicht verraten. Das kommt dann, wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke betätigt. Dann werdet ihr darüber informiert, wenn was Neues kommt von der Märklinger oder natürlich auch an jedem anderen Grill. An jedes Gericht. Natürlich, das läuft genauso weiter, nur zusätzlich oder statt des ein oder anderen Videos wird natürlich auch mal ein Märklinger-Video kommen. Die Märklinger-Geschichte, auch die blende ich euch hier oben einfach mal ein. Die ist nämlich schon auf YouTube abzurufen. Da habt ihr so einige Interviews, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass Märklinger sich so aufgestellt hat, wie sie aufgestellt sind. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch andere Videos, wo auch mit Märklinger schon gegrillt wird. Klar, logisch, auch auf YouTube. Da war zum Beispiel auch ein Oliver Sievers schon mal dabei. Der ist mir da mal aufgefallen, als ich mal so gesucht habe. Aber mir fehlt eigentlich der Märklinger als zentrales Grillgerät. Und das wollen wir eigentlich so ein bisschen machen. Es wird in den Videos weniger darum gehen, wie man ein Gericht herstellt. Also ich sag mal vom Einrabben, Senf bestreichen, 24 Stunden in den Kühlschrank legen zum Durchziehen. Das soll es nicht werden, sondern wir haben dann schon ein vorbereitetes Stück Fleisch und wollen gerade dieses Woodfire zeigen, wollen zeigen, wie wird so ein Grill eingestellt, welche Möglichkeiten hat man und wie geht das Grillen in so einem Gerät eigentlich ab. Weil das ist was anderes, als hier am Gasgrill irgendwelche Schalter zu betätigen und einfach auf eine Temperatur einzustellen. Könnt ihr euch sicherlich vorstellen. Mit Holz ist das dann vielleicht doch ein bisschen tricky. Ich bin auch Laie und das finde ich gerade das Schöne, denn ich werde vielleicht auch den ein oder anderen Fehler machen. Das werden wir sehen. Und es soll auch das ein oder andere Gadget geben, wo wir vielleicht sogar Pre-Versionen bekommen werden, die wir testen können, die wir einbauen. Ist das leicht? Ist das schnell? Mit Märklinger zusammen, immer so Hand in Hand. Ja, und da würde es mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Und wenn ihr den Kanal abonniert, wenn euch das interessiert, natürlich die Glocke, damit ihr immer schön informiert seid. Ja, und dann würde ich mal sagen, wollen wir dieses Ding mit Märklinger mal angehen. Ich bin gespannt und würde mich freuen, wenn ihr uns auf diesem Weg begleitet. Also, diesmal kein Video mit Brutzelei und vielleicht den Mund verbrennen, sondern einfach nur so rein als Information für euch. Da draußen, am Fernsehgerät oder wo auch immer. Also, ich wünsche euch was. Weiterhin schöne Feiertage
Und wie gesagt, wäre schön, wenn ihr treu bleibt und wenn ihr dem einen oder anderen noch erzählt, dass es da jemanden an der Nordseeküste gibt, der gerne mal ein Video dreht. Also, haut rein, seid wieder dabei, wenn es das nächste Mal heißt, Wattenbarbecue, Grillen an der Küste. Mehr Grillen geht nicht. Ich wünsche euch was und bis dann. Ciao.